Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und zwar wurde ich nach dem Platin-Video von Assassin's Creed, was ich online geschalten habe, wo ich gedacht habe, man sieht die Trophäen, man hat sie leider nicht gesehen, gefragt, wo ich die geile Rüstung her habe. Die habe ich mir gekauft im Set ist die Obelia, und ich will euch mal das ganze Set zeigen. Also einmal ist es halt die Rüstung, wir gehen gleich auf die Rüstungsteile ein, zeige sie euch mal. Und zeige euch, welche Waffen ich momentan habe. Bei der Rüstung ist so eine Waffe mit bei. Die nehme ich aber jetzt nicht so. So. Ihr seht, jetzt hat sich hier gerade die Waffe geändert. So. So. Das ist aber nicht die Waffe, halt, die mit bei ist. Und wir tropfen hier auch überall Lava hin. Na, der macht hier überall ein bisschen Pipi. Wenn ihr durch Türen geht oder, ach Quatsch, durch Türen, bei manchen Videosequenzen hat er dann den Helm nicht auf. Den können wir ja mal absetzen. So. Dann seht ihr, dass hier am Hals so ein bisschen schwarz ist, so wie verderbt irgendwie so. Dann haben wir hier Füße, die können wir ja auch mal wegmachen. So, und dann seht ihr nämlich... Wenn ich jetzt mal hier den... Na, jetzt hier wieder nicht. So, wenn wir jetzt auf die Füße gehen, seht ihr, da ist alles wieder normal. Also den Torso müssen wir wenigstens tragen. So. Den Dreckschirr ziehen wir mal aus. Da hat er dann halt unten drunter nur was. Und die Armschienen können wir auch mal ausziehen. Dann kann man das am besten sehen. Der ist dann halt so ein bisschen verbrannt. Ja, so ein bisschen ist gut. Also ein bisschen mehr verbrannt. So, jetzt ziehen wir ihn mal wieder an. Weil so nackig sieht auch doof aus. Ihr seht halt auch an der Beine, dass es dann alles schwarz ist. Ihr müsst aber halt den Torso tragen, sonst funktioniert das nicht. Und die ganze Rüstung hat auch einen Buff, wenn man alle zusammen hat. Also ist eigentlich ja hier nur der Gürtel, wie ihr seht. Nur die Lappen. So. Und das Helmchen setzen wir auch mal wieder auf. So. Ein Pferd ist noch mit bei. Nicht zu verwechseln mit diesem Pferd, was ihr im Spiel so bekommen könnt, was ihr auch aus dem Vorgängerteil kennt. Ich zeige euch gleich mal den Unterschied von beiden. Ich zeige euch nur noch einmal die Rüstung. Hier vorne haben wir dann auch so, also ein bisschen Totenkopfmäßig, so ein bisschen Ketten, hier alle glüht. Und qualmt. Die hat auch einen Nachteil, wenn ihr durch Höhlen geht. Ja, durch diese Drusen qualmen ist das halt ein kleiner Nachteil. Wir müssen auch auf Inventar, dass ich euch mal die Waffe zeigen kann, die mit bei war. Die, muss ich sagen, nutze ich aber ehrlich gesagt nicht, weil ich bin kein Fan von diesen langen Waffen. Ich habe da lieber meine. So, die Waffe ist jetzt hier mit bei. Die habe ich auch ehrlich gesagt die ganze Zeit noch nie benutzt. Sieht zwar cool aus, wenn er sie hier trägt. Und dann können wir auch einen großen Angriff machen. Hier seht ihr, das blüht dann auch und dann brennt dann alles. Haben wir denn hier ein Wildschwein? Da oben haben wir ein Wildschwein. Den können wir hier mal kalt machen. Dann könnt ihr die Waffe mal im Einsatz sehen. Also wie gesagt, ich habe damit noch nie gekämpft, weil ich mag keine langen Waffen nicht. Ja, ich mit den großen Waffen bin ich nicht gut. Ist nicht meins. So. Ihr habt ja die auch mal im Einsatz gesehen. Machen wir mal schnell wieder raus. Wie gesagt, ich bin kein Freund davon. Ich habe da lieber diese Doppelschwerter hier. Und dann halt einmal ein großes Schwert drin und ich habe halt überall Buffs drauf. Hier habe ich halt die normalen mit Gift und dann habe ich die, also die, dass die Giftschaden haben, und dann habe ich hier 10% mehr Dings dazu gepackt. Hier habe ich gleich Feuerschaden mit dazu gepackt. Das sieht auch voll cool aus. Dann brennen die Schwerter. So. Aber gehen wir mal erstmal zu den Buffs der Rüstung, damit ihr euch da mal so einen Eindruck machen könnt.
So, die hat, der Kopf hat 15% Kriegerschaden, 20% Feuerschaden. Ist natürlich mit einer Feuerwaffe wesentlich geiler, wenn wir mal hier noch tauschen. So, die habe ich nämlich so. Das war eine Giftwaffe. Also 20% mehr Feuerschaden, wenn ihr eine Feuerwaffe habt oder Feuerpfeil oder sonst irgendwas dergleichen. 15% Dolchschaden, den habe ich, der war glaube ich schon mit drauf, das weiß ich jetzt gar nicht. Oder hab, den habe ich glaube ich raufgepackt. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Weil ich sowieso gerne mit Dolche kämpfe, das passt das ganz gut. Dann haben wir hier 15% Kriegerschaden. Achso, muss ich euch noch zeigen, hier unten. 25% Adrenalin. Insgesamt beim Einsatz von Kriegerfähigkeiten. Also plus 25% Adrenalin. Und ich mache eigentlich nur die Kriegerfähigkeiten. Also ich gehe mal drauf und kämpfe und kriege da halt 25% Adrenalin mehr. Bei Pfeilen jetzt zum Beispiel, wenn ich direkt einen Kopfschuss mache oder so. Ich schieße zweimal jemanden an und mein Adrenalin ist ein Balken komplett voll. Und braucht da halt nicht 3, 4, 5 Schläge für. So, hier haben wir wieder 15% Kriegerschaden, 15% Adrenalin pro Treffer. Dann haben wir 30% Gesamtrüstungswert. Also 30% auf den gesamten Wert der Rüstung kommt nochmal oben drauf. Das habe ich auch gemacht. So, dann haben wir hier Kriegerschaden, plus 5 Sekunden Brenndauer. Ist auch ganz interessant, wenn man vor allen Dingen, wenn man eine Feuerwaffe hat. Also 2% des angerechneten Gesundheitsbonus. Ja, ich habe meine Lesebrille gerade nicht auf. Und hier haben wir jetzt wieder Kriegerschaden. 20% Höchstleistungsfähigkeit. Höchstfähigkeitsschaden. Höchstfähigkeitsschaden, Mensch. Das ist halt, wenn man diesen Superangriff macht, das mache ich ja auch öfters. 25% Gift. Das muss ich demnächst noch auswechseln. Da werde ich dann wahrscheinlich auch 25% ja, Feuerschaden dazu packen. Aber Gift habe ich halt wegen meinen Dolchen hier. So, wegen diesen hier, die haben halt Gift. Ja, und die habe ich echt gerne genutzt. So, und dann haben wir hier unten noch wieder 15% Kriegerschaden, 15% Speer. Das kann ich leider nicht austauschen. Da muss ich mal gucken, ob man da was tauschen darf. Aber ich kann eigentlich nur das unterste austauschen. Und 10% Attentatschaden. Ja, falls ich mal ein Attentat mache, ist das halt auch ganz nice, wenn man sowas halt mit bei hat. Das gibt es halt im Paket, also mit einem Pferd. Und also Rüstung, Waffe und Pferd. Ich habe aber das Ich habe mir halt noch komplett das Schiffspaket noch dazu gekauft. Das zeige ich euch auch gleich noch am Anschluss. Ja. Genau. Jetzt sieht er mir aber auf den Sack, der Eber hier. Jetzt hat er mein Pferd erledigt. Falsche Waffe. So. Hier seht ihr dann zum Beispiel, dass es brennt. Macht sich dann halt viel besser. Wo ist mein Pferd hin? Hier. Und los! So. Jetzt könnt ihr das mal sehen. Passt mit der Rüstung richtig gut. Der Schweif brennt, die Füße brennen, oben die Mähne brennt. Ja, das sieht aus wie so erkaltete Lava, das Pferd. Und dann hat es hier halt so ein paar Sachen, die nicht erkaltet sind, wo der Lavastrom so ist. Nicht zu vergessen, verwechseln mit dem Pferd, was wir vom Fortgänger schon kennen. Ja, ist auch 1:1 das Bild drin vom Vorgänger. Die Schriftzeichen sind hier natürlich nicht drauf. So, jetzt steigen wir mal ab, dann verschwindet's. So, wir rufen mal das neue Pferd. So. Hier seht ihr zum Beispiel, der Kopf ist ein Totenkopf. Ja, dann brennt zwar auch die Mähne und der Schweif und die unten brennt alles. Aber das ist keine hart gewordene Lava, das sieht eher aus wie so ein ja, Pferdekörper, der brennt. Ja, wie gesagt, der Totenkopf ist schon da. Und zur Rüstung finde ich halt, passt halt. Also das habe ich die ganze Zeit benutzt. Das habe ich mir im Vorgänger auch gekauft gehabt. So. Aber ich finde, hier passt einfach dieses Pferd viel geiler dazu.
Na los, so. Na los. Und jetzt zeige ich euch mal noch, was ich dazu gekauft habe, weil so eine Rüstung einzeln sieht schon geil aus, aber wenn wir irgendwo hinfahren, dann soll doch unser Schiff bitte schön auch geil aussehen. Und da haben wir denn hier, seht ihr denn? Oder habe ich, war, ich weiß gar nicht, war das ein Komplettpaket? 1500 habe ich Produktzeit. Nee, Quatsch, 500 hierfür nochmal. Ich weiß es gar nicht mehr genau. So, da seht ihr das. Ich habe hier so wie Vater Tod, also da dampft es raus. Also bin nicht ich da, seht ihr das? Da dampft es bei denen auch raus. Aus dem Mantel, die sind tätowiert. Man sieht auch keine Gesichter. Dann meine Galionsfigur kann ich euch auch mal zeigen. Machen wir mal den Fotomodus an, dann könnt ihr das vielleicht besser sehen. Das ist eine Sense, wie ihr seht. Die brennt auch. Und jetzt gehen wir mal ein Stück runter. So, der Sensenmann, ihr Vater Tod, ist ja meine Galionsfigur. Und so, da müsste ich mal ablegen. Moment, dann kann ich euch das auch mal das passende Segel dazu zeigen. Das sieht doch schon mal viel geiler aus. Kapitän, du bist zurück! Vorwärts! Die Segel kann ich euch leider nur zeigen. Ein Stück wechseln. Schneller! Da! Wir können es nicht erwerben! Jetzt mache ich mal den Fotomodus. So, da seht ihr schon ein bisschen Totenkopf, seht ihr, und Verzierung. Das Schiff ist... ja, schwarz mit Rot. Und hier seht ihr auch einen Totenkopf drauf. Und... hoch. Hier ist unser Vater Tod. Da seht ihr auch gerade, dass der brennt. Ein bisschen seht ihr das? Ja, seht ihr doch, oder? Und der brennt auch die ganze Zeit. Und das ist unser Siegel, ein Totenkopf, der die Zunge rausstreckt. Ja, mit Flammen ringsherum, würde ich sagen, also so ein Muster. Ich kann euch schon mal dazu mal ein bisschen sehen. Das Segel runter! Und das finde ich doch einfach so richtig cool. Die haben jetzt nicht nur hier so eine geile Rüstung, ein geiles Pferd. Die Waffe kann man sich drüber streiten. Also ich hätte lieber ein Schwert, ein brennendes Schwert gehabt oder brennende Dolche als so ein langes Ding da, weil das mag ich ehrlich gesagt nicht. Aber alle Skins, die wir ja dafür kriegen, können wir ja dann auch auf andere Sachen aufpacken. Quatsch, Gravuren. Wenn ihr die gekauft habt und sagt, ey, ich pack das lieber auf, was Gravuren habe ich denn, und pack die auf irgendeine Waffe ruf oder was weiß ich, das ist ja alles möglich. Also auch von diesem Sperrteil da, oder was das sein soll, könnt ihr überall aufpacken. Und dann dazu halt mit dem Schiff jetzt hier noch das passende in Schwarz-Rot. Und dann lauter hier Vater Fuß hier unten. Ja, da ist meine Schwester. Da ist von Assassin's Creed Unity. Ja. Hoppala. Ne, ist Eevee, glaube ich. Von Syndicate, weiß ich jetzt gar nicht. So, hier ist mein Bruder oder Halbbruder. Und mein Vater ist hier oben. Ach, da ist mein Vater. Da ist mein Vater. Oder Stiefvater. Ja. Ihr seht auch die Schilde, die haben auch alle die Schilde so. Alle in Schwarz. Und hier sind sie halt an der Seite in Gold. Und die sind auch ziemlich blass, seht ihr das? Warte mal, ich kann ja auch mal zeigen. Zack. Ich mach mal ein Foto. So. Ja, ein bisschen sieht man, also nur im Fotomodus kann man so ein bisschen die Gesichter so leicht erkennen. Aber das ist so das Einzige. Weil sonst, wenn ihr normal guckt, na doch, da oben ein bisschen. Eigentlich haben die immer geraucht. Naja, egal. So genau habe ich auch noch in die Linie geguckt. Hier hoch, goldene Schilder rum. Ja. Jo,
das soll es soweit gewesen sein. Achso, ich zeig euch mal das Set noch im Shop. Hauptmenü. Wo war denn das? Shop da. Also ich habe jetzt auch Platin. Oh, was haben wir denn? Olympisches. Olympische Fackel? Das sehe ich ja jetzt das erste Mal. Achso, das ist ein Stab. Ach nee, Stab will ich nicht. So, und hier ist dann halt auch meine Waffe drin, die jetzt mit bei war, logischerweise. Eigentlich, nö, eigentlich müsste die mit bei sein, ist aber nicht. Achso, nee, kann nicht mit bei sein, ist nur damit bei, was ich besitze. Also wie gesagt, die sind, die waren glaube ich Vorbestellerbonus irgendwie, ich habe keine Ahnung. Und, nee, Quatsch, die habe ich glaube ich über Twitch gekriegt, genau. Und die habe ich mir dann am Anfang gekauft, die Poseidon-Zeug hier, also die Poseidon-Typen, Poseidon als Dings und dann das hier. Fand ich halt ganz gut, weil die Anfangsdesigns haben mir halt nicht so gefallen. Und hier seht ihr halt den Helm, die Rüstung. Hier seht ihr auch, dass das dann so Mäuler sind, die halt so aufgehen. So, und bis hier. Das ist halt ein Paket. Dafür habe ich 1500 bezahlt, glaube ich. Also für die ganze Rüstung mit Waffe und Pferd 1500. Und hierfür habe ich 500 bezahlt, für diese, für die Mannschaft. Das Segel, also ist ja nicht nur Segel, ist ja auch das Schiff an sich, was dann eine andere Farbe hat und dann der Vatertod. Das ist im Prinzip Pakete wie hier. Ja, 1000 Euro, ne, 1000 hier kostet Ditte, ich habe 1500 bezahlt, das, so wie hier. Und hier kostet es auch nur 1000 und hier kostet 500 so ein Schiffspaket. Es ist halt mehr drin, wenn ihr, ihr seht ja hier auch, hier ist dann halt die Fahne und die, das Siegel und die Farben für das Schiff drin. Dann ist hier so eine Galionsfigur und eine Mannschaft ist mit drin. Da kommt auf jeden Fall billiger weg, als wenn er das einzeln kauft. Auch hier die Rüstungsteile. Hier seht ihr das dann zum Beispiel auch. Pferd, Mütze, Rüstung und eine Waffe. Hier, dat, da haben sie das viel cooler gelöst. Hier ist ein schönes Schwert mit bei. Das gefällt mir. So. Wenn er einzeln kauft, da seid ihr dann halt wesentlich teurer als die 1500 mit bei. Ja, wenn wir jetzt gucken, Ausrüstung hier. 750 komplett die Rüstung. Und das Pferd 750. Sind wir schon bei 1400, 1500. Ja, aber hier ist nur die Rüstung, hier ist noch nicht die Waffe mit bei. Die müsst ihr natürlich extra holen. Die ist hier vorne, da ist sie auch nochmal. Ja. Die kostet nochmal 250. Also ihr spart im Prinzip 250 Punkte. Ja, Helix-Geld. Ja. So. Dann machen wir hier nochmal ein schönes Bild. So. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen freuen. Däumchen ist ein Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch alle Gute. Wir sehen uns, also wenn ihr das jetzt noch rechtzeitig guckt, heute Abend bei Red Dead auf Odin Zocker weiter. Wieder. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin. Ach, wenn ihr Fragen habt, einfach natürlich in die Videobeschreibung posten. Ich bin jetzt bei, kann ich euch wohl mal schnell noch am Rande zeigen. Weil das ja immer die Leute meistens nicht glauben. Ich bin jetzt hier bei einer Spielzeit von 123 Stunden, 48 Minuten und 9 Sekunden. Das ist reine Spielzeit, keine Videos, kein gar nichts. Also, ordentlich was. So, aber jetzt bin ich wirklich weg. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.